So, und damit geht's weiter mit der nächsten Runde auf Australia. Okay, gesehen, da gibt noch irgendeinen. Na komm. Ist ein bisschen schwer anzuklicken. Karabat, wer war Karabat? War Karabat nicht dieser eine Typ, der Sweet Baby Inc., also diese Gruppe da betrieben hat oder so? Nee, Karabus, also glaube ich war das. 28. Ach, bist du da? Einen Tag verspätet. Okay, gut. Karabat. Wer ist Karabat? Warte mal, ich. Ist das jemand aus der Gilde? Nee. Naja, egal. Wird es bestimmt gleich sagen. Okay, Spielerzahlen, by the way, steigen immer weiter und weiter und weiter. Das ist wirklich. Ja, nett, würde ich mal sagen. Genau. Ja, sieht ganz gut aus. Okay, wir könnten jetzt natürlich nochmal. Ja, das machen wir jetzt auch. Genau, das machen wir jetzt. Achso, Ringmaster. Sekunde, 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 Sekunde. Ich brauche hier noch Buffs, merke ich gerade. Wo steht denn der Ringmaster? Da hinten steht er sogar. Und, was ganz Wichtiges. Ich weiß nicht genau, wie es mit dem Achievement ausschaut, deswegen mache ich es von hier aus. Propose hier. Okay. Achso, ich wollte eigentlich gerade claimable. Hä? Hey, weißt du, wer ist gerade? Achso, Guides Master, okay. Gut. Oha, Schwib. Den kenne ich natürlich. Die kenne ich natürlich. So, wo war ich denn gerade stehen geblieben? Genau, ich wollte Buffs. Einmal Stick ausrüsten. Ich habe natürlich nur beschissene Sticks. Das ist, ja, normal. Gestern bin ich auf Int. Das ist schon mal positiv. Und ich bin Level 63. Das heißt, scheiße, ich bin zu low. ja gut. Eieieiei. Das ist aber ein bisschen ungünstig. Wie lange halten die Buffs? Okay, lang genug. Naja, das ist schon mal positiv. Aber hier gibt es auch irgendwie diesen komischen Bug. Ich glaube, also wahrscheinlich nutzen einfach alle die gleichen Files oder so. Diesen. Ich sage jetzt wirklich mal Bug, weil ich vermute mal, es ist ein Bug. Dass der Input der Skills, also der Buffs, nicht gespeichert wird. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt F4 drücke und dann direkt F5, dann wird F5 halt irgendwie nicht gecached oder so, also wird einfach nicht gespeichert. Man muss dann einfach nochmal drücken und nochmal casten, also nochmal drücken im Prinzip, damit das halt dann gecastet wird. Und normalerweise, glaube ich, würde ein Flyve ja, ich glaube, mindestens einen, vielleicht sogar zwei Skills gespeichert, wenn man gedrückt hat. Also einen auf jeden Fall. Und das ist ein bisschen blöd, so man drückt sich so durch, man F4 zum Beispiel, dann F5, dann bin ich stärkt auf der F5-Taste. Und ja, weiß nicht, das ist irgendwie super unresponsive, irgendwie, keine Ahnung. Gut, da kommt eins. Aber wie gesagt, ich weiß, das ist ein Problem, was einige Server haben. Das hat er zum Beispiel auch Ghostflyve. Warte mal, kannst du nutzen? Geht das noch? Schade. Also da sieht irgendwie voll komisch aus. Also irgendwie anders. Es ist nicht hässlich, aber es ist irgendwie gewöhnungsbedürftig. Ich kann es aber jetzt aber gerade auch nicht genau sagen. Ich bin auf der Suche nach irgendeinem. Wo ist die Station? Also cool gemacht ist er auf jeden Fall. Das hundertprozentig. Aber. Da oben ist die. Oh nee, warte mal, ist die. Kommen wir da rauf ohne Board? Das wäre ziemlich blöd, wenn man nicht ohne Board nicht raufkommen würde. Und wir haben ja kein Board. Gibt es irgendwo einen Aufgang? Ah, ich sehe schon.
hier Board kaufen mit Jump'n'Run, was man erstmal absolvieren muss. Lol, einfach ein Besen. Aber kannst doch keinem erzählen, so stell dir mal vor, du bist ein neuer Fleischstuhl und denkst dir so, ja, hier oben wurde mir gesagt, so, ja, da bekomme ich ein Board und so und. Ah, hier ist ein Aufgang, okay, alles klar, gut. Ich habe nichts gesagt. Mounts, wo gibt's Mounts? Kann man die auch irgendwo kaufen? Per Timer vielleicht? Nein, keine Mounts. Okay, muss ich mal schauen. Ich würde erstmal gicken eigentlich. Gehen wir es ein bisschen schneller. Die haben sogar die Geschwindigkeit geupdatet. Wow. Ich habe. Nee, warte mal. 200. Oh Gott. Waren es damals 218, 219 oder waren es 254? Oh Gott. Jetzt geht's aber los. Scheiße, 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 scheiße. Jetzt werde ich alt. Ich kann es gerade nicht mehr sagen. Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Nee, ich weiß es nicht mehr. Nee, es wird nur peinlicher. Ich sage, wir müssten gar nichts mehr. So, Pad raus. Ach, Beats sind aus. Das ist schon mal gut, in Anführungsstrichen. Dann können wir jetzt unser anderes Pad nutzen. Haha. Oh, das Ding kannst du dann, lol. Hast du da auch die Season gespielt, die noch läuft? Ich bin immer up to date, ihr kennt mich ja. In der Folge Nummer 5 war das ja, wo ich nicht bemerkt habe, dass ich in eine Gilde beigetreten bin. Das war natürlich schon auch ein bisschen so minimal peinlich zumindest. Nichts irgendwie Außergewöhnliches, also die Verpeiltheit ist bei mir, glaube ich, immer so auf demselben Niveau. Auf demselben peinlichen Niveau, sagen wir mal so. Hisswaffen. Oh, ja, ich will ein Ding haben. Ich will einen Hissnackel haben, fällt mir gerade auf. Stimmt, das will ich haben. Oh, ja, genau. Nee, ich wollte eigentlich gerade Schmuck farmen, aber ich will ja auch einen Hissnackel. Oh Gott. Okay. Sonst schalten alle ab. Oh Gott, das ist laut. Bis 200? Okay, also mein Respekt dafür. 200 würde ich, glaube ich, nicht machen. Warum ist es immer noch so laut? Ich glaube, dass mein. Ja, okay, gut. Meine Box schon auch ein bisschen laut, vielleicht. Die Bögen, die es hier gibt, sind ganz cool. Wobei man auch dazu sagen muss: ein Hissbau mit. Naja, 10% Kritschaden ist es auch nicht die Welt. Denn vor allem, wenn man halt bedenkt: der 45er, der Flaming-Bau. Aber merkt das gerade? Ich drücke gerade immer noch F6. Ich kann nichts casten. Es ist ein super nerviger Bug irgendwie. Der stört mich so oft. Ich weiß nicht, warum oder wie er zustande kommt, aber das ist echt ein. Och nee. Och nee, die Dinger sind. Och nee, ich hasse Pops expiren. Ich habe die extra aufgespart, weil ich ihn sparen wollte. Was soll ich gerade sagen? Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Ja, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Ich weiß schon irgendwas mit dem Ding hier. Mit dem. Ja, weil es halt ein bisschen nervig ist und so, wenn man halt nicht casten kann. Und also gerade sowas wie Skills casten, finde ich, muss halt echt schon sehr smooth irgendwie funktionieren. Weil sonst ist es halt schon echt ein bisschen lästig irgendwie. Ich weiß übrigens gar nicht, wie viele Gigs wir noch farmen werden oder sollten. Ach so, wir hätten es auch reloggen können. Na, shit.
Sorry, ich spiele zum ersten Mal live. Ich bin hier noch nicht so erfahren, leider. Ich muss noch ein bisschen lernen. Kein Gig. Jetzt kriegt noch jemand. Was, mein erster Freund? Nee. 78. Ich würde sagen, ich pause hier ganz kurz die Flugszene einfach ein bisschen. So, da haben wir den nächsten. Kretrate, ja, naja. Ja, also ohne die ganzen Waffen so ist unsere. Also nicht die Crit-Rate, aber die Attack-Rate schon um einiges niedriger. Da müssen wir echt schauen, dass wir da irgendwie die ganzen Sachen hochkriegen. Mystical Mighty. 100 Edition? Ja. Nimmt man halt mal so mit. Auf jeden Fall. Ich habe 2. Oh, sehr gern. Sehr, sehr, sehr gern. Da ist die große Mülltonne. Also primär will ich jetzt eigentlich eher das STA Set erstmal farmen, wobei man dazu sagen muss, es ist natürlich trotzdem erstmal recht nett, wenn man auch einen Damage Set hat und so. Gerade zum Gicken hier jetzt, das ist ja schon auch nochmal ein großes Thema. Green Spirit. Wie sieht es denn nicht aus? Ah, schön gemacht. Und oh, die haben endlich auch diese Dinge geupdatet. Mich regt das auf Server immer so auf, wenn man nicht sehen kann, was diese Buffs bringen. Und dann stehst du halt da, bist irgendwie 50 Stunden online für irgendwelche Buffs, wo du nicht mal weißt, was die bringen werden. Oder ob sie dir irgendwas bringen werden. Gut, zugegebenermaßen, die sind immer nützlich in der Regel. Also es gibt selten mal Buffs. Die wirklich mal komplett useless sind, also das in der Regel eigentlich nicht. Das passiert eigentlich selten bis gar nicht, aber naja. So, da ist der Giant. Come to me. Ich glaube, 101 Night wird auch so hart eskalieren. Hätten wir auch spielen können eigentlich. Vielleicht spiele ich aber 101 Night nächstes Mal auf Dragon Crusade. Boah, ich weiß es noch nicht. Vielleicht spiele ich aber hier auch länger. Vielleicht mache ich nochmal ein paar mehr Charaktere. Who knows? Alter, wie das Ding down geht. Schaden von uns natürlich schon auch ein bisschen krass. Oh. Oh. Ja. Ja, das ist gut. Das ist gut, das ist richtig gut. Ja. Ja, das ist genau das, was wir brauchen. Das ist definitiv das, was wir brauchen. Das andere ist, okay, ja, das andere ist 16 STA. Oh. Kritisch, bisschen kritisch. Könnte natürlich, ja, aber gut, wir behalten es. Definitiv. By the way, ein Geld kommt mir echt ganz gut, wenn man ein bisschen kicken geht. Was haben wir jetzt? Wir haben. Warte mal kurz. Orientieren. Da ist das nächste. Wir haben 1, 2, 3 Teile. 4 Teile. 4 Teile hätten schon einen Effekt. Wenn auch einen ziemlich schlechten noch. Von. Naja, gut. Reden wir jetzt mal nicht drüber. Was haben wir hier aktuell für einen Effekt? Crit. Ja. Nee, aber es ist dann sowieso ein Set für Dungeons. Für Bosse, ja, wobei. Oh. Müssen wir schauen. Ganz genau, da kannst du kommen, muss eher die Quest abgeben. Jupp. Noch kurz den Mikkel killen.
Ja, man kann auch wirklich mal eine Folge einfach ein bisschen gicken gehen. Ich meine, wir haben keinen Stress oder sonst irgendwas. Warum ist eigentlich ein Pfeil nach unten? Genau, ja, Item Drop Rate haben wir auch schon. Mehr XP, mehr Penia und so weiter. Ich denke mal, das sollte sich auch langsam bemerkbar machen. Natürlich ist es nicht die Welt oder so, aber ja. Wird schon. So, dann ab nach Darkon. Millionen haben wir schon. Warte, haben wir gerade 7 Millionen getroppt oder waren das gerade 2 Gigs? Die Erde und die Splat. Ah, shit. Haben wir das, glaube ich, oder? Haben wir das noch? Ein Schild. Ein Schild. Ich glaube, damit komme ich jetzt nicht so gut an. Nice. Okay, wie geht das hier? Ich brauche kein Food, das ist schön. Unendlich wieder leben. Das ist toll. Ich habe so fucking viel Stuff, das ist irre. Ah. Haha. It's my time to shine. So, jetzt geht's los. Mystical Mighty is 101. So, einmal. Zweimal. Was ist das? Male, Female? Ist sie Female? Ja. Nein, nicht. Bin noch nicht fertig. Habe ich noch was? Ich habe eh nichts mehr, oder? Ja, okay. Na gut, es passt. Wo ist der Crafter? Craft-System, hier. Recycling. Bam. Und weiter geht's. Nein, stopp. Oh, wie ich dieses Ding hasse. So. Machst du die Daily Quest? Okay. Vielleicht sollte ich die mal machen. Level 5. Was haben wir denn sonst? Ey, wir haben schon so viel Stuff, das ist unfassbar. Sollte man die Dinger scrappen? Can we recycle from... Boah, keine Ahnung. Ich würde auch nichts Falsches machen. Guardian Weapons, genau, die können wir recyceln. Gibt es XP? Ja, gar nicht mal so viele. Ach, Level 5. Na gut. Okay, dann ab nach zurück, würde ich mal sagen. Ich hab gerade Rheinmetall gelesen, aber nee. Nicht ganz. Genau, also wie gesagt, ein Hestnackel wäre natürlich jetzt schon mal sehr Premium. Natürlich, also ich denke mal. Wobei, der bringt 5% Attack. Das heißt, er bringt 13% Attack und 7%. Eigentlich, ich meine, Hestnackel wird uns halt wahrscheinlich nichts bescheren, der wird uns halt nichts bringen. Ja.
oder? Boah, ich glaube kaum. Ich glaube nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Na komm, stirb. So, ich bin mal gespannt, wie es ausgeht hier. Das Ding ist übrigens auch, glaube ich, 12,5 Mille wert, was ziemlich viel ist. Könnten wir auch mal verkaufen. Bam. Oh, eine Hiss-Axt. Und ein Hiss-Knuckle. Wow. Und ein Hiss-Stuff sogar noch. Das Stuff sieht ja auch wirklich ziemlich geil aus. Der Knuckle. Dex. Warum bringt er denn Dex? Uff. Boah, ja, ich meine, könnte es sich lohnen. Könnte es sich auch nicht lohnen. Bringt eigentlich nur 10% statt 20% HP. Das ist halt die große Frage wieder so. Ich meine, wir können das Ding halt auch mal erwecken, oder? Erwecken, glaube ich, war nicht so teuer. Erwecken kann man generell mal ein bisschen. Ich meine, Attack-Rate ist vergleichbar. Ja, aber er ist glaube ich, insgesamt einfach schlechter, leider. Ja, es ist ein bisschen tricky, glaube ich. Jetzt kriege ich wieder ein Mercenary Schild. Was ist das denn? Und eine Endkette, natürlich, klar, logisch. Ganz bestimmt ist es aber eine Endkette. Es könnte auch eine SCR oder eine SCA-Kette sein, aber nee, ist eine Endkette. Aber vor allem auch wieder so eine Mystical Vita. Also hat sogar so ein Mystical-Ding und nicht mal so ein normales Schild oder so. Naja. So, Fischi, Fischi, Fischi. Kein Fischi. Wo der wohl gerade ist. Da ist er. Komm zu mir. Genau, ich aktiviere schon mal ganz anderen Schrott hier. Wir werden auf alle Fälle noch ein bisschen Ding farmen hier, diesen Dungeon. Genau. Ja, ich weiß gerade das Pad nicht draußen, aber ist egal. Okay, ein Dexring. Natürlich kriegen wir jetzt einen Dexring. Also ich muss sagen, man droppt die ja eigentlich so allgemein relativ gut. Natürlich, klar. Ich meine, wenn man jetzt ein ganzes Set will und so, dann, ja. Also wenn man ein Abstand-Set will, also ein ganzes Set eben will von einer Art, dann ist es schon ein bisschen anstrengend, glaube ich. Aber ich meine, man kann ja auch handeln und so. Es gibt auch andere Spieler und ich glaube, dann geht das schon eher. Genau.